Servus, mein Name ist Lola und ich möchte dich heute mitnehmen in die Stubenfälle nahe bei Reutte in Tirol. In den frühen Morgenstunden versteckt sich die Sonne noch hinter dem Bergkamm. Nicht mehr lange, bis sie über die Bergspitzen zum Vorschein kommt und das Tal Licht durchflutet ist. Vorbei am Umspannwerk führt der Weg zuerst zu den unteren Wasserfällen, die zwar nicht durch ihre Höhe, dafür aber mit ihrer Schönheit punkten. An dieser Stelle bekommt der Achbach das Wasser zurück, welches weiter oben für die Stromerzeugung abgeleitet wird, aber dazu später. Als Ablauf des Plansees fließt der Achbach durch die Stubenfälle bis hinaus in den Lech.
Lassen wir uns aber nun vom untersten Wasserfall beeindrucken. Begehbar zu machen, wurde Ende des 19. Jahrhunderts der Hermannsteig angelegt. In jüngerer Vergangenheit bekam dieser eine neue Sicherung und eine Aussichtsplattform am untersten Wasserfall. Wenige Meter oberhalb des untersten Wasserfalles stürzen über Kaskaden zwei weitere Wasserfälle die Felsen hinab. Über Treppen und Felsen führt der Steig nun steil hinauf, bevor sich die Schlucht weitet und ein ruhiger Bachlauf zum Vorschein kommt. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, zum großen Wasserfall zu gelangen. Entweder man wandert am Bach entlang, um sich von der Schönheit der Natur berauschen zu lassen, oder wer es gemütlicher mag, geht über den Weg, der zuerst durch ein schönes Waldstück führt, bevor man freies Gelände erreicht. Neben dem Archbach ist grün die vorherrschende Farbe. In dieser üppigen Vegetation eingebettet, fließt das Wasser Richtung untersten Wasserfall. Überall rauscht und plätschert es, während das Wasser über Steine und Felsen fließt. Wie es so schön heißt, über Stock und Stein fließt das Wasser und bildet damit ein wahres Paradies für Kinder und Erwachsene. Am Ende des Bachlaufes erwartet uns ein Mini-Wasserfall, der aus einem tiefen Pool gespeist wird, in welchem sich wiederum ein Ablauf ergießt. Folgen wir aber nun dem Weg, an dessen Seite unzählige Blumen stehen, aus deren Blüten sich Bienen ihren Nektar holen. Das Waldstück spenden die Bäume Schatten und die Vögel singen ihre Lieder. Neben dem Weg finden sich alle möglichen Gebilde, welche die Natur für uns hinterlassen hat.
fleißig sind die Ameisen bei der Arbeit. Sie bringen alles Nötige in ihren Hügel, der von Woche zu Woche wächst, bis der Mensch in seiner Unwissenheit und Ignoranz kommt und alles zerstört. Den Wegweiser folgend führt der Weg nun über freies Gelände, welches bei Hochwasser überflutet und damit unbegehbar sein kann. Apropos Hochwasser. Die Stulbenfälle zeigen ihre wahre Schönheit nur noch bei Hochwasser, wie etwa beim Starkregenereignis 2021 oder dem Hochwasser 2005. Jetzt aber weiter den Weg entlang, der uns Schritt für Schritt den großen Wasserfall näher bringt. Hier blüht auch der Enzian direkt neben dem Weg. Aber Achtung, der Enzian und hier besonders die Wurzeln stehen unter Naturschutz. Hier ist er nun, der große Wasserfall. Um die 30 Meter stürzt das Wasser in die Tiefe. Es sind auch Spuren zu sehen, wie das Wasser in den Jahrtausenden den Fels geformt hat. Nun steht uns ein kräftezehrender Anstieg bevor, der Weg zur Kanzel. Als Belohnung erwartet uns von der Aussichtsplattform ein einzigartiger Blick auf den großen Wasserfall und das darunterliegende Tal. Oberhalb des großen Wasserfalles tauchen wir in eine für die Gegend untypische Landschaft ein. Hier ist doch eine Art Urwald entstanden, der uns fast bis zum Ende der Stulbenfälle begleitet. Dicht bewachsen mit Weidensträuchern geht es weiter Richtung letzten Wasserfall.
Daneben fließt der kleine Bach, welcher sich seinen Weg zum großen Wasserfall sucht. Als letzte Barriere türmt sich nun vor uns eine mächtige Felsformation auf, die es zu überwinden gilt. Am Rand läuft der junge Achtach entlang. Nur wenig spektakulär präsentiert sich der letzte Wasserfall. Hier ist einfach zu wenig Wasser. Vom Weg aus haben wir noch einen letzten Blick auf den hintersten Wasserfall, bevor wir das Wehr am Plansee erreichen. Die Staumauer bildet den Einlauf zum Stollen, durch den das Wasser in die Zentrale der Elektrizitätswerke Reutte abgeleitet und damit zur Stromerzeugung verwendet wird. Die Stromerzeugung in der Zentrale läuft bereits seit 1902 und wurde oder wird durch Um- bzw. Zubauten stetig erweitert. Das Wasser angetrieben, erzeugen die Generatoren unaufhörlich Strom für die Region. Zu Spitzenzeiten werden die annähernd 100 Jahre alten Maschinen im alten Maschinenhaus dazugeschaltet. Und Netzwarte haben die Mitarbeiter an 7 Tagen die Woche, 24 Stunden am Tag, alles im Blick und im Griff. Über Treppen aus Holzbohlen gelangen wir zum Ministersteig, der auf der anderen Talseite zurück zum Ausgangspunkt führt. Abenteuerlich anmutend ist die Hängebrücke, die errichtet wurde, nachdem 2005 das Wasser den Weg mit sich gerissen hatte. Der Ministersteig ist ein angenehmer Wanderweg, der durch großartige Ausblicke auf die umliegenden Berge punkten kann. Auch die Bewegung in der Natur tut der Seele gut. Ja.
Stillgelegt wurde der Ministersteig von den Elektrizitätswerken Leute als schnellste Zu-Fuß-Verbindung zwischen Zentrale und der Staumauer am Plansee. Den Namen bekam er, als 1925 der Bundesminister für Handel und Verkehr bei seinem Besuch der Zentrale über diesen Weg ging. Wer sich Zeit nimmt, kann auch hier oben Insekten und Blumen beobachten. Der Blick auf Burg und Festung Ehrenberg sowie vor Claudia gehört zu den Highlights, welche der Ministersteig zu bieten hat. So, ich bin dann wieder zurück beim Auto, freue mich auf eine Dusche und bin überglücklich, dass ich dieses Projekt trotz des verregneten Sommers abschließen konnte. Die letzten Wochen und Monate waren doch sehr anstrengend, aber auch extrem lehrreich. In diesem Sinne, let's rock'n'roll. Cheers, euer Roland.